Wir fahren nämlich zu so einem eBay-Kleinanzeigenhaus, wo der DDR-Opa wirklich ja, von dann gegangen ist. Er ist jetzt beim Honecker. Ja, ich wollte nur damit sagen, das haben sie ja angefangen gehabt, als ich arbeiten war, richtig? Ja. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen am Ozark zu einem neuen Classic-Männer-Vlog. Ich begrüße euch. Ihr habt viele Vlogs bei der Mira gesehen. Ich habe jetzt in der letzten Woche gar nichts geschafft zu filmen. Heute ist Freitag. Und ja, das hattet ihr vielleicht schon gesehen gehabt. Wir haben ja die Wand fertig gemacht. Vielleicht seht ihr das bei der Mira auf dem Kanal schon oder ist das Video schon online. Wenn nicht, kommt es noch. Dann haben wir an der Stelle da weitergemacht. Ich weiß nicht, wie weit Mira das bei sich schon thematisiert hat, aber wir sind ja halt jetzt dabei, die Tapeten abzumachen im Büro. Und ja, da unten muss noch weggesaugt werden, aber haben wir alles soweit ganz gut unter Kontrolle. Ich habe wieder Brot gebacken gehabt, und zwar Baguettebrote. Und die sind am Start, und zwar hoffentlich noch in der Tüte. Die sind nämlich rustikal. Rustikale Baguettebrote, die sind hier. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. Hier die Tüte aufmachen. Puh. So. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, habe ich auch wieder nach einem Chefkochrezept gemacht. Also einfach so Brot backen, rustikales Baguette eingegeben, hat super funktioniert. Und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg, nämlich zu Kleinanzeigen. Ich muss ja nochmal betonen, wie dankbar ich bin für den krassen Anhänger, den wir haben. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und mit dem haben wir jetzt schon so viel transportiert, das ist mega genial. Hier läuft noch die Entkalkung von der Kaffeemaschine. Ich glaube, man sieht, es tröpfelt so, der Entkalker läuft da durch. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir jetzt heute das mit dem Transport machen. Weil wir wollen noch DDR-Sachen abholen. Es gibt hier... Ups, klingelt an der Tür. Ich geh mal hin. Ach so, ist der Hermesbote. Was hast du da bekommen, Schatz? Temu. Was haben sie denn den ganzen Tag gemacht? Temu? Ich habe Temu ausgepackt heute. Vloggen Sie jetzt? Ja, ich vlogge ein bisschen, habe ich mir überlegt. Das ist Temu-Zeug, was ihr aber erst in Temu-Videos von Amira sehen könnt, ja? Heißt, was? Ja. Da freut sich sogar der Ingi drüber, wenn da so viel Temu-Zeug kommt. Ja, also es ist ganz wild so ein bisschen alles. Und ja, wir wollten uns aber jetzt auf den Weg machen. Anhänger muss angebaut werden, Spanngurte muss wieder mitgemacht werden. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das Holzvideo schon gesehen habt. Wir haben das Holz ja geholt gehabt. Mira, hast du schon das Holz gefilmt, was wir im hier in der... Das mache ich jetzt in meinem Vlog. Oh, 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 oh. Da freue ich mich drauf. Ich wollte euch zeigen, was wir krasses geholt haben. Wir haben nämlich ja, Holz gekauft, einen Schüttraummeter, und der wurde uns sehr günstig abgerechnet. Im Video von Mira hatten wir so geschätzt, so, naja, wie viel kostet denn das? Wir dachten so, naja, 3 Raummeter vielleicht, dann kostet das 70 Euro. Aber es wurde uns nur ein Raummeter berechnet. Und genau, was hier so piept, das sind diese Dinger. Ich weiß gar nicht, ob das Mira schon mal thematisiert hatte. Wir haben jetzt hier Maulwurf-Schreck und Wühlmäuse-Schreck, weil ihr seht es, irgendwie ist jetzt über den Herbst ganz viel Wühlmäuse-Attacke bei uns gewesen im Garten, und wir versuchen, die alle zu verscheuchen. Und ja, ich guck mal gar nicht, ob das hier aufnimmt. Ja, das ist unser Holz. Unser Schüttraummeter, den haben wir richtig gut aufgebaut, und das ist total geil. Dann haben wir ja nochmal Stroh abgeholt gehabt. Wir hatten ja schon eine Ladung Stroh. Ich weiß gar nicht, ob wir das gefilmt haben. Jetzt haben wir noch mehr Stroh. Das ist ja auch so, wir sind so richtig, so Bauer Ozark ist am Start für euch, ja. Denn wir haben das ganze Stroh für den Garten ja auch mitgenommen und mitgenutzt. Und ich zeige euch, es hat so viel geregnet. Letztens ist jetzt alles matschig. Meine Schuhe werden jetzt auch wieder matschig. Ja, der Mais hat es, glaube ich, nicht geschafft. Also wir warten noch und hoffen, dass da noch so ein kleiner Kolben... Doch, hier ist ein kleiner Kolben, seht ihr? Ob das noch fertig wird, aber das ist zu spät gewachsen einfach. Und ja, Ringelblumenfeld, die anderen Felder, wir haben alles soweit abgeerntet. Aber es ist so nass wirklich. Es hat so viel geregnet jetzt die letzten Tage. Das ist mega krass. Und wir haben, ach so, genau, hatten wir gar nicht thematisiert gehabt. Wir waren ja bei unserer lieben Zuschauerin Sandra. Also Kuss geht raus an dich. Da haben wir die Pflanzen aus dem Garten bekommen. Die haben wir hier eingepflanzt. Und ihr seht, alles ist jetzt mit so diesem Stroh belegt. Denn das ist langzeitdünner und Schutz für den Winter. Also man kann das so mit Stroh überlegen alles, und dann werden die Wurzeln und die obersten Pflanzenteile dem Frost nicht direkt ausgesetzt. Sie sind dann geschützt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache.
Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los und gucken gleich mal, was wir Cooles von der DDR bekommen. Wir fahren nämlich zu so einem eBay-Kleinanzeigenhaus, wo der DDR-Opa wirklich ja, von dann gegangen ist. Er ist jetzt beim Honecker und die Tochter oder die Enkelin, ich weiß es nicht genau, die löst halt so den Hausstand auf vom Opa. Und da kriegen wir noch was geschenkt, das war cool. Und darüber haben sich auch schon einige gewundert. Osak, warum hängt denn hier bei dir die DDR-Flagge? Ja, die ist doch voll geil, oder? Die haben wir gekriegt gehabt bei dem einen Ding, wo wir den Fahnenmast abgeholt haben. Und da war die Frage letztens gewesen vom guten Matrix Redpill. Grüße gehen raus nach Pankow, zurück nach Berlin. Nee, das ist nicht wegen Tag der Deutschen Einheit oder sonst was, sondern einfach nur, weil ich das cool fand. So, deswegen hängt die da. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die DDR-Flagge auch cool findet. Ich habe vergessen, vor Ort zu filmen. Ich habe es vergessen. Und nein, sie müssen in die andere Richtung drücken und dann nach vorne oder nach hinten schieben. In eine Richtung müssen sie schieben. Ich glaube. Filmen Sie mich statt mir zu helfen? Dann nehmen Sie mal die Kamera bitte. Einer muss es ja jetzt filmen. Hier, Sie wissen, was ein Statistik ist, oder? Ja, man muss das hier festhalten und dann muss man in eine Richtung schieben. Entweder nach links oder nach rechts. Und dann kriege ich das ja. Ist das ein geiles Stück Holz oder Aua, was? Aua, mein Kopf. Hast du jetzt deinen Kopf da extra gegengedrückt? Nee, ich habe hier unten geguckt. Du hast mich gerade mit dem an den Dings gerade. Ich wollte nur den Dings zeigen. Der Stuhl? Der ist überragend. Ja. Osak muss jetzt ins Männerhaus, weil er von seiner Frau verprügelt wird. Stuhl gegen Kopf bekommen. Aua, aua, der Titel des Videos. Ja? Als hätte ich das mit Absicht gemacht. Das war ja nur Spaß. So, geben Sie mir mal bitte meine Kamera jetzt. Hier. Nutzen finde ich nicht ja zuständig. Ja, also, hier ist jetzt doch halt mehr geworden als nur der Teppich, den wir holen wollten. Und zwar, also das ist der Teppich, dann haben wir hier so einen kleinen Fliesenhocker. Das ist schon cool, oder? So ein Fliesentischhocker. Dann ein Blumenständer. Die Fliese ist leider gesprungen, aber ich denke, wir können jede Fliese da drauf machen. Ja, und halt dieser Mini-Hocker da, der da mit dem Polster ist. Ja, und ich wollte ja unsere Stühle neu bepolstern. Und der Polster kommt ja auch an, Polsterstoff. Kann ich gleich mitmachen. Dann ist das alles einheitlich. Das ist sehr gut. Ich bin sehr müde irgendwie. Können Sie das nachvollziehen, dass ich sehr müdi-büdi bin? Ich bin auch immer müdi-büdi. Ja. So, nachdem wir das jetzt gleich ausgeräumt haben, kommt der Anhänger wieder erstmal in den Unterstand, dass er trocken ist. Habe ich eben am Anfang des Videos gesagt, dass wir ganz doll dankbar sind, dass wir den gekauft haben, richtig? Ja, können wir immer noch mal. Gekauft für einen symbolischen Euro halt. Können wir nochmal erwähnen, ja, also Dankeschön. Und dann wollten wir losfahren zum Netto-Markendiscount. Genau, dann müssen wir jetzt aber den Iggy noch Bescheid sagen. Genau, Wocheneinkauf ist ja heute drin. Ja, da wollte er unbedingt mit, hat er gesagt. Hier wollte er nicht mit, aber zum anderen wollte er mit. So, der Iggy-Bert bringt den Wagen weg, den holen wir da vorne ab. Und eingekauft haben wir jetzt auch schon. Den Foodhall sieht jetzt natürlich rückwärts gerollt. Natürlich auch Colinas Küche. Und boah, ich habe irgendwie Magenschmerzen und alles. Es ist nicht gut. Irgendwie hat das, war das, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie Bauchweh. Nicht gut. Ich habe jetzt ganz. Dankeschön. Oh, stopp, nicht runterfallen. So, hier. Einkaufstyp. Ja, wie gesagt, es waren einige Angebote bei Netto, aber wir so richtig glücklich fündig geworden sind wir nicht. Wir hatten extra die Werbeprospekte durchgeguckt, um Sachen zu holen. Und ja, was halt ganz gut war, waren jetzt halt die. Läuft der vorbei? Jetzt sind. Ja, waren jetzt diese Knallerangebote zum Freitag. Was hast du geholt? Pop-Eiersalat? Pop-Eiersalat für 89 Cent. Wir können wir spoilern. Pop-Eiersalat mit Bacon und Ei. Er schmeckt nämlich immer ganz lecker. Den haben wir. Der guckt uns so an, als ob der noch nie die Kamera gesehen hat. Das ist ja auch lustig. Ja, der schmeckt nämlich immer gut auf Brot. Und ich hatte euch ja das Baguettebrot gezeigt. Das heißt, wenn man das Baguettebrot in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl anröstet und dann da drauf den Pop-Eiersalat macht, dann schmeckt der besonders gut. Das sind die Tipps vom Super-Osak, vom übelst klugen Osak. Ja. Ist jetzt 1 Cent teurer an der Tanke gewesen? Ja, wir haben auch noch getankt, genau. Hier, Kontakt-Tankstelle. Da für haben 1,62. Wir, genau. Ich bin auch 88. Erst. Nein, 88 haben wir bezahlt. Und wir haben, ich bin extra hoch zuerst zur Aral gefahren, weil ich dachte so, oh, Payback-Punkte, die lachen mich an, die gönnen mir und dann ist es da einfach 7 Cent teurer. Für 7 Cent sammle ich auch keine Payback-Punkte, meine Freunde. Also, das
ist mir dann doch zu heikel vom Preis. Ja. Also ich habe auch 40 Liter getankt. Das ist schon viel. Wenn man sich überlegt, das sind einfach 3 Euro mehr wären das gewesen pro Tankfüllung. Finde ich nicht gut. Ja. So, jetzt fahren wir noch zurück, dann machen wir den Einkauf. Und Mira, du zeigst noch kurz, was du dir für ein leckeres Dingsy geholt hast. Was ist das denn? So ein Nestle Crunch-Riegel mit Peanut Butter. Schmeckt der denn wenigstens gut an? Der schmeckt sehr gut. Der war auch 50% reduziert, aber für 3 Riegel würde ich sonst nicht 1,79 bezahlen. Boah, der hätte sonst 3 Euro gekostet? Nee, 89 Cent hat er. Ach so. Ah, mit 50%. Aber das ist doch schon gut. Mhm. Ja, dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Ja, nach dem Einkauf ist zum Vlog wieder. Es ist jetzt mittlerweile ein bisschen später. Ich zeige euch mal, wie das jetzt im Kühlschrank aussieht, weil das finden ja auch mal Leute interessant, wie so ein Kühlschrank dann aufgeräumt ist. Hier haben wir zum Beispiel die Sachen, die ich im Food Hall gerade gezeigt habe, alles drin. Das hatte Mira jetzt vor kurzem zubereitet. Das ist so eine Möhrencreme, so ein Brotaufstrich. Der schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und ich hatte gestern für Iggy noch eine Bratwurst und ein bisschen angeröstete Zwiebeln gemacht. Da hat er gesagt, ist der später. Aber ja, finde ich, haben wir ganz gut hinbekommen. Sieht ganz gut aus. Kühlschrank ist jetzt auf jeden Fall wieder voll. Reicht für die nächste Woche aus. Und hier oben haben wir jetzt genug Eier auch wieder, um Rührei mit Speck zu machen. Finde ich, ist eine sehr, sehr gute Aktion heute wieder gewesen und hat gut funktioniert. Wie gesagt, die ganzen Einkaufssachen seht ihr bei Colinas Küche auf dem Kanal. Und ja, falls ihr den Kanal noch nicht kennt, verlinke ich den jetzt hier mal hier oben. Da könnt ihr gerne mal raufschalten, falls ihr das auch mal sehen wollt. Meine Damen und Herren, der nächste Tag, es geht weiter. Da sehen Sie eine aufbauende Frau, die einen Rosenbogen aufbaut. Das ist ein Sneak Peek, den ihr bei mir schon im Video seht, zu deinem Temu-Haul, den du dann irgendwann demnächst hochladen wirst, richtig? Ja. Und ganze Heimwerkerfrau hat sie komplett zusammengebaut, selber zusammengeschraubt, hab nichts gemacht. Das heißt doch, sie wollen mir einen Zimmer gucken. Nee, ich wollte sagen, nein, ich helfe ihn schon, aber ich wollte damit sagen... Ja, ich wollte nur damit sagen, das haben Sie ja angefangen gehabt, als ich arbeiten war, richtig? Ich gehe arbeiten. Ja, auf Instagram habt ihr gesehen, vielleicht, wo ich arbeite, aber ich das Firmenlogo, aber abgedeckt. Die, die es wissen, die wissen es. Ja? Gibt gute Wurst dort, habe ich gesehen. Ja, und jetzt müssen wir da hinten sind die Kühe wieder auf dem, oh, guck mal, die Kuh ist wieder da und das Pferd, die sind wieder unten. Die Kuh und das Pferd ist wieder unten. Übergut. So, genau, wir werden jetzt den Rasen mähen. Ich hole mir meine Rasenmäher raus, Abfahrt. Robert's got a quick hand. He won't look around the room, he won't tell you his plans. Got a road cigarette. Hanging out his mouth, he's the cowboy kid. Jeff found a six shooter gun. In his dad's closet, in a box of fun things, I don't even know why. But he's coming for you, yeah, he's coming for you. All the other kids with a pumped up kiss, you better run, I'll run my gun. All the other kids with a pumped up kiss, you better run, faster than my bullet. Also, ich glaube, man sieht es, dass wir hier ein bisschen was gemäht haben. Das sieht jetzt auch deutlich besser aus. Ich bin jetzt hier 5-mal im Kreis gerannt. Ich mache natürlich unten jetzt noch weiter, aber ich werde euch jetzt natürlich nicht den ganzen Dings abfilmen. Den ganzen, wie nennt sich denn das hier? Den Garten, wenn ich da den Rasen mähe, das muss ja jetzt nicht sein. Aber ich muss schon sagen, wir haben wirklich gut aufgeräumt jetzt in diesem Jahr. Der Müllhaufen hat sich wirklich verkleinert und für den Sperrmüll hinten hat die Mira wieder Abholung beauftragt, richtig? Ja. Genau, da meldet sich jetzt demnächst, weil man zweimal kann man kostenlos im Jahr Sperrmüll abholen lassen vom Entsorgungsdienst des Landkreises. Und da kriegen wir jetzt in den nächsten 8 Wochen einen Termin, richtig? Ja. Das ist super. Die kommen dann vorbei, dann stellen wir alles, was wir an Sperrmüll noch haben, nach vorne und dann wird es abgeholt. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, der Rasenmäher ist wirklich gut, den wir hier gekauft haben. Aber es ist so viel Matsch und es ist so viel, ja, ihr seht schon, von der Grünfläche, das ist so feucht darunter, dass das sich nicht richtig in den Korb hat schmeißen lassen. Vieles ist liegen geblieben und unten drunter ist die ganze Klinge voller Lehmboden, voller Dingsbums. Ich muss das jetzt erstmal sauber machen und dann werden wir als nächstes noch den Kompost in den großen Hochbeet versuchen reinzufriemeln. Kriegen wir bestimmt auch noch hin. So, gut, 1,5 Stunden später sieht es jetzt so aus.
dort soll die Bärenhecke hin und der Nachbar ist gerade draußen. Und ja, ich habe jetzt natürlich großzügig auch immer das, was ich abgesägt habe mit der Tüte dort, die an dem Rasenmäher dran war, ins Hochbeet getragen, aber am Ende war da so viel Matsch mit dabei, weil der Boden halt so weich und feucht ist, dass das unendlich schwer wurde, dass hier zum Schluss die letzten Meter alle ohne Aufsatz, also ohne die Tragetasche gemacht habe. Hier hinten bin ich auch lang gegangen, sieht man vielleicht, hier jetzt auch, also einmal hoch und runter, man sieht glaube ich die hier, wie nennt sich denn das hier, Rasenmäherspuren, aber ja, hier oben sieht man jetzt dieses grüne Zeug. Das ist halt übelst gut. Das ist der perfekte Dünger für die Hochbeete. Wir müssen das jetzt nur noch mit dem Kompost, der da drüben ja ist, befüllen und anfangen dann das Hochbeet voll zu machen. Und dann kann nämlich Anita auch ihre Beeren, also ihre Heidelbeersträucher, die brauchen ja sauren Boden, deswegen müssen wir noch Tanne besorgen oder Tannensträucher, damit der pH-Wert sinkt. Und dann können wir das Ganze einpflanzen, was ich als sehr gut empfinde. Mittlerweile sehen auch meine Schuhe sehr, sehr nass aus und ich habe jetzt auch Hunger. Ich werde jetzt erstmal reingehen und vielleicht von gestern gab es nämlich lecker Risotto, ist noch was übrig, dann mache ich mir das in der Mikrowelle warm. So, ich weiß gar nicht, was der letzte Rest war, was ich aufgenommen hatte, aber ich wollte euch jetzt noch zeigen, ich habe noch den Gartenwasserschlauch reingeräumt gehabt und abgestellt, der steht jetzt da unten drin. Wir haben hier alles gemäht und ja, vorbereitet. Und jetzt kommt der Überkiller-Dings. Wir sind gerade fertig geworden. Das habt ihr bei Mira auch gesehen. Und die hat auch geblockt. Aber den Teil. Wir sind mit dem Hochbeet jetzt fertig geworden. So sieht das jetzt aus. Hier sind jetzt die ganzen Blaubeeren drin, die hier wachsen sollen. Mit dem hat sie auch in ihrem Video erzählt. Aber ich erkläre es auch nochmal. Blaubeeren müssen in sauren Boden sein. Deswegen ist hier Tannengehölz oben drauf. Und wir haben jetzt den Kompost wirklich zu, ich sag mal, zwei Drittel aufgelöst. Und ich habe den jetzt wieder zusammengeschoben. Der war ja so hoch. Der war ja bis hier oben hoch. Seht ihr ja, wie viel wir rausgeholt haben. Und jetzt schmeißen wir wieder natürlich neues Zeug oben drauf, dass der weiter verrottet. Und ich habe das jetzt auch einmal mit dieser Mistgabel da. Die haben wir ja auch im Baumarkt gekauft. Haben wir die im Schnäppchenbaumarkt gekauft? Nee, beim Raiffeisenbaumarkt haben wir die geholt. Die hat diesen grünen Aufkleber. Ja, Gartenkraft, genau, Raiffeisenbaumarkt. Das ist wirklich ein gutes Ding. Ey, dieses Teil, damit kommt man in die gesamte Erde rein und macht alles, 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 alles fit. Das ist richtig genial. Ich werde jetzt nochmal den Dingsums hier, diesen Kompost ein bisschen umstochern und umdingsen, dass möglichst Erde oben drauf liegt und der andere Zeug, also das, was da an Grünzeug ist, unten drunter verschwindet, damit es besser verrotten kann. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir bis zum Frühjahr nächsten Jahr dann wirklich einen sehr, sehr guten Kompost wieder haben. Das wäre halt sehr, sehr gut. Ansonsten kann ich euch jetzt noch zeigen, wie das jetzt hier jetzt nach dem Trocknen aussieht, weil das war ja heute Morgen alles sehr feucht. Ihr seht, glaube ich, dass ich hier rüber gegangen bin mit dem Rasenmäher. Es war aber auch schon anstrengend hier, weil der Fußboden, der ist natürlich sehr weich. Das ist ja dieser Bördeboden, den wir hier verteilt hatten und der ist ja extrem nährstoffreich, ist ja alles gewachsen hier. Aber der ist natürlich nicht komprimiert. Das heißt, wenn ich hier trete, dann sinke ich so ein bisschen ein. Und das ist natürlich für den Rasenmäher, ihr seht die Rasenmäherspuren hier, nicht so gut gewesen zum Rüberschieben, hat aber trotzdem alles funktioniert. Ja, und ist jetzt ganz gut. Was ich euch auch noch zeigen wollte ist, also ich habe jetzt auch hier runter, zwei, dreimal runter gemäht, aber hier ist der, das müssen wir auch mal nochmal begradigen irgendwie, das kriegen wir bestimmt irgendwann hin. Aber jetzt nicht mehr dieses Jahr und nicht mehr jetzt, ey. Bin auch, vor heute bin ich auch fertig. Ansonsten können wir mal gucken, was die Bienen so machen. Weil die Bienen, die haben sehr, sehr viel, die haben wir nachgefüttert und die haben in der letzten Zeit sehr, sehr häufig mit Wespen zu kämpfen, die hier immer wieder, da ist eine, ersoffen im Wasser. Und die Wespen wollen gerne die Bienen beklauen vom Honig, weil da der Honig drin ist. Und was soll ich euch sagen? Wir haben halt gesehen, wie die unten vor dem Bienenkorb, da war einfach so ein, ich sag's mal ganz knallhart, so ein Leichenhaufen. Ja, da waren einfach, weiß ich, 20, 30, 40 Wespen getötet, weil die Bienen haben die einfach beseitigt. Die sind ja in der Masse stärker als, als einzelne Wespen. Und das ist natürlich gut, so muss ich sagen. Und ja, jetzt hoffen wir, dass die Bienen gut durchgefüttert sind. Wir haben denen nochmal Zuckerwasser reingestellt zum Nachfüttern, weil es ist ja jetzt schon Mitte Oktober. Und wenn die Temperaturen ja draußen unter 8 Grad werden, dann gehen die Bienen in so eine Winter,
ja, Verhalten über. Dann bilden die so eine riesengroße Wintertraube, Wintergeschichte. Und dabei ist es dann so, dass die Bienen halt sich alle um die Königin herum versammeln. Also wirklich alle Bienenarbeiterinnen und wärmen den ganzen Bienenstock auf durch Körperbewegung. Und dann fressen die halt nur noch das, was halt an eingelagerten Honig natürlich drin ist und halt, was wir jetzt an Zuckerwasser zugefüttert haben. Und ja, in der Hoffnung, dass das alles soweit gut ist und dass der Winter nicht so hart wird dieses Jahr, dass die Bienen bis zum nächsten Jahr, also dass die einfach weiter durchhalten. Ja? Man weiß ja nie, wie das so ist mit Insekten. Man sagt ja auch immer, man soll als Imker 2 oder 3 Völker haben, weil manchmal schafft es ein Volk nicht über den Winter. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht genau, wo wir beim Thema Biene sind. Ich bin eine Biene. Biene ist das hier. Die kennt ihr vielleicht von Dirty White Paint. Die ist sehr lustig. Da habe ich mal das Kuscheltier von der Mira geschenkt bekommen. Da möchte ich mich nochmal bedanken. Dankeschön, Schatz. Hallo. Ja? Ja. Sollen sie auch in die Kamera winken? Okay, gut. Damit sind wir aber auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser Vlog ein bisschen gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, verpasst ihr keine weiteren Vlogs, keine Challenge-Videos, keine Meinungsvideos. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Supportet mich, die Mira, den Kanal, alles, was mit meinen Inhalten zu tun hat. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.